Ja, herzlich willkommen zurück zu Train Station. Ja, eine neue Folge. Lang ist es her, dass ich Folgen gemacht habe. Ich habe mich dazu entschlossen, weiterzumachen. Ja, es ist viel passiert in der Zeit. Es hat sich viel geändert bei Train Station. Es gibt ein neues Design. Alles ist moderner geworden. Ja, und das gucken wir uns gleich mal genauer an. Das tun wir gemeinsam. Ja. Wie ihr hier seht, die Grafik wurde optimiert. Es gibt jetzt auch einen Chat. Mit den Chat könnt ihr mit den kompletten, mit der kompletten Community schreiben. Ob eure Nachricht gelesen wird, ist eine andere Sache. Gut. Zudem gibt es hier vorne noch ein Minigame. Das könnt ihr starten und dort bekommt ihr nochmal einen kleinen Bonus dazu. Ja, wie ihr hier seht, es hat sich viel getan, auch bei mir. Ich habe nochmal ein bisschen gespielt. Die Züge warten schon, dass sie entladen werden. Das werden wir auch gleich erstmal tun. Jo, so, wir schicken wieder. Los für. Ah, machen wir. Was machen wir? Halbe Stunde? Schicken wir für eine halbe Stunde los. Meine Züge sind jetzt mittlerweile auch schon länger geworden. Habe mir mal ein paar Investitionen erlaubt in größere Züge. Wie man hier sieht, das Kapital ist auch wieder ordentlich gestiegen. Oh, da kommt schon der nächste. Dann müssen wir mal schnell machen. Schauen wir gleich mal, hier kam auch noch was Neues dazu. Nee, das war doch nicht. Das war dann nur ein Moment. So, gut. Halbe Stunde. Ich habe jetzt, um mal genauer zu sein, ein paar mehr Slots dazu gefügt, um noch mehr Züge anzunehmen. Hier sieht man auch schon, es hat sich wieder viel mehr verändert. Wir machen jetzt einen kleinen Rundgang. Man sieht, das Design hat sich sehr gut weiterentwickelt. Es ist alles viel moderner als vorher. Ende. Genau. Ende gut, alles gut. Oder wie sagt man so schön? Ja. 6. 52 Waggons. Ja, das war ein teurer Spaß. Depot haben wir offiziell gerade keinen zu stehen. Gut, es gibt auch eine neue Variante mit den Flaggen, wie hier oben zu sehen ist. Da gibt es einen neuen Bonus. Man bekommt Passagierbonus dazu, dass man wieder mehr Passagiere auf dem Bahnhof oder Kunden auf dem Bahnhof aufnehmen kann. Das ist natürlich gerade sehr angebracht, wenn man viele Elektrozüge hat, wo auch nun Passagiere befördert werden mit mehr Waggons. Die nehmen natürlich wieder mehr auf. Da braucht man natürlich auch wieder mehr Passagiere, um alle gleichzeitig wieder loszuschicken, um wieder genug Geld für neue Züge zu erhalten.
Oder neue Waggons. Wir werden einfach mal durchklicken. Durchschauen aktuell. Wartet noch ein Zug von Train Station. Das werden wir. Ich hoffe, dass es ja auch mal bald kommt. Wird bestimmt wieder ein Diamantenzug sein. Klicken wir mal schnell drauf. Schnell los. Man sieht, der Bahnhof ist ziemlich vollgestellt. Ich habe auch mehr Gleise hinzugefügt und mehr Plätze zum Bauen. Wie man hier sieht, die Wolkenkratzer. Das sind natürlich schon einige und ja. Geschenke haben wir auch wieder viel bekommen. Da bin ich mal gespannt, was wir so bekommen. Kann man gebrauchen. Nehmen wir alles an. Eieiei, das sind denn doch einige Geschenke. Ja, 300 Stück. Circa. Klicken wir einfach mal schnell durch. Und werden gegebenenfalls auch welche losschicken. Und wir klicken auch nochmal auf den einzelnen Bahnhöfen drauf. Um natürlich wieder die Post einzusammeln unserer Mitspieler, die wir auch wieder brauchen. 6 Millionen Postumschläge sind nicht viel. Wenn man viele Kapitalzüge hat. Ich nenne es mal Kapitalzüge. Dann gucken wir gleich noch mal, was wir für Materialien haben. Ja, das ist auf jeden Fall, sieht gut aus, ist aber noch nicht ausreichend, um die Missionen zu erfüllen. Da schauen wir auch gleich mal rein, was sich da drinne geändert hat. Aber so viel steht fest, das Design ist definitiv besser geworden. Da lohnt es sich natürlich gleich wieder mehr zu spielen. Oh. Wer sind Sie denn? Eine neue Quests sind dazugekommen. Das ist natürlich gut, so wird es nie langweilig. Ja, einige haben wir dazu bekommen. Dann besuchen wir sie doch gleich mal. Ja. Gut. Da ist es Winter, da müssen wir gleich wieder weg. Winter hatten wir jetzt genug. So, dann werden wir jetzt einfach mal diese Flaggen bauen, um wieder die Kapazität der Passagiere etwas auszubauen, zu steigern. Hier sieht man den Shop, der ist natürlich auch gleich wieder etwas schöner geworden. Man muss sich natürlich erstmal wieder durchfuchsen, wo alles denn zu finden ist. Es gibt aktuell zwei neue Gebäude. Die schauen wir uns doch mal an. Oh, ein neuer Wolkenkratzer. Eigentlich könnten wir den auch mal wieder nehmen. 112 pro Stunde. Den kaufen wir uns mal. Wenn wir da noch überhaupt einen richtigen Platz. Ja, Platz haben wir auch noch dafür. Das ist natürlich sehr gut. Eieiei. So. Das hat natürlich gleich wieder ordentlich Punkte gegeben.
Schauen wir dann auch gleich nochmal über den Bahnhof drüber, was wir denn alles hier so haben. Ja, Auszeichnung hat es wieder ordentlich gegeben. Wie man hier gut erkennen kann. Sieht eben auch schick aus. Drüber gucken. So. Ja, er ist sehr groß, der Bahnhof geworden. Aber Platzmangel ist dennoch überall. Ich glaube, ich komme gar nicht so schnell hinterher mit dem Bauen. Weil mir jedes Mal die Ressourcen fehlen dazu. Gut, wir wollten jetzt eigentlich gerade mal ein paar Flaggen bauen. Ja, wo haben wir die denn? Hier. Fahnen. Dann bauen wir auch mal ein paar Fahnen. Gucken natürlich, dass wir, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wieder stimmt. Nur 40. Ja, das ist natürlich, dann machen wir das doch mal. Sieht auch schick aus. Bauen noch gleich nochmal. Wir können 10 Stück bauen. Und die gehen dann innerhalb einer Woche weg. Also für eine Woche haben wir die Besucher, diesen Besucherbonus auf unserem Bahnhof. Das ermöglicht dann uns wieder mehr Kapital einzufahren. Ist, denke ich mal, auch eine ganz schöne Sache. Und bauen wir noch ein paar Fähnchen hier, um den Bahnhof noch mal ein bisschen schicker zu machen. Aber nur, dass wir genug Ressourcen haben, um dies auch vollständig auszuführen. 5 Stück haben wir schon. Gut, dann haben wir jetzt 6. Aha, da haben wir 2 übereinander gebaut. Das sehe ich gar nicht gerne. Da müssen wir doch gleich mal bewegen. So sieht das nicht schön aus. So sieht das ganz gut aus. Dreie können wir noch bauen. Dies werden wir auch schnell tun. Dann werden wir mal weiterschauen, was es denn noch so alles gibt. Ah, schade. Da fehlen die Materialien wieder. Da hapert es denn an den Materialien. Gut, dann müssen wir ein paar andere Flaggen nehmen. 25%. Wir schauen mal, was es noch alles so gibt. Es gibt eine ganze Menge. Hat sich viel getan. Das mit den Flaggen ist schon etwas länger so. Es ist auf jeden Fall lukrativ. Wie wir sehen, haben wir auch gerade wieder einen Zug hier zu stehen. Da klicken wir mal schnell drauf, damit er sich nicht langweilt. So, gut. Jetzt haben wir noch nicht mal das Material dafür. Ach, hier haben wir nochmal 35%. Dass wir das nicht hier gleich gesehen haben, ist natürlich. Schade. 10 Stück. So. Aktuell ist wieder ein Angebot im Game. Ich verdrück mich jedes Mal hier. So, jetzt schauen wir noch mal ganz schnell drauf, was die anderen denn so, wie weit die anderen denn schon sind. Gut, das sind alles die inaktiven Spieler, die wir hier sehen. Wir sammeln einfach mal die Züge ein und die Post ein. Zack. Das Gute ist, wir müssen nicht mehr jedes einzelne anklicken, weil wir eben diesen Zusatz dazu gekauft haben. Ja, willkommen. Das ist ein neuer Nachbar. Anscheinend. Nee, das ist ein. Der Mr. Bill.
Willi will's wissen. So, da hinten haben wir auch. Komm. So. Aufwecken, der schläft. Warum schläft er denn? Er soll doch nicht schlafen. Aber ich denke mal, dass er im Tiefschlaf ist und sich nicht wecken lässt. Joa, das setze ich jetzt erstmal wieder fort. Na, wir sind auch gleich durch. Jupp, jupp, nehmen wir alles. Sehr, sehr gerne. Zack. So, Level 40. Das ist schön für ihn. Ihr könnt auch einfach mal in die Kommentare reinschreiben, welches Level ihr momentan seid und wie ihr dieses neue Design von Train Station findet. Das wäre doch mal gut zu wissen. Na los. Oh ja, der hat natürlich schon wieder ordentlich vorgelegt, wie man sieht. Ich hatte auch mal vor, einen zweiten Bahnhof dazu zu holen. Allerdings fehlen mir die Ressourcen dazu. Wie so oft, irgendwas fehlt immer. So. Stadt, dann gucken wir doch mal in die Stadt. Da stehen schon alle Züge. Da klicken wir mal kurz durch. So. An den Frachtdocks. Unsere Lok. Eine Lok. Mehr gibt's nicht. Gut. Dann werden die anderen in der Stadt wieder ausharren. Wir können auch nochmal schauen, was wir dazu kaufen können. Wir sind heute in der Kauflaune. Dann machen wir das natürlich auch mal. Vielleicht ist auch eine Lokomotive drin, die wir noch nicht haben. Oder einfach mal so eine Sonderangebote. Mal schauen, was wir da haben. Ja, einen IC. Was haben wir denn noch Schönes? Da schauen wir doch mal drauf. So, unbekannte Kiste. Ach, da gibt's. Da haben sie dann auch wieder was Neues dazugenommen. Ist natürlich eine sehr gute Idee. Da sind immer verschiedene Sachen zu erhalten. Oh, hier gibt's vergessene Fracht. Das ist auch neu. Das werden wir doch einfach mal. Wir gucken mal, was ist denn, was uns denn hier erwarten könnte. Gut, 31 ist nicht viel. Ist schon einiges drin. Gut, wir werden das einfach mal tun und uns dies kaufen. Schauen, was wir bekommen. Eine neue Lok. Ja, wenn wir jetzt noch wüssten, wie viel die aufnehmen kann. 14, gut. 14 Waggons ist nicht viel, können wir allerdings auch für die Quests nutzen. Gut, dann werden wir einfach mal schauen, dass wir nochmal eine Lokomotive ergattern. Eine mit möglichst viel Waggons.
Rebuild's nicht. Gut. Jetzt. Gut. Was nehmen wir denn? Diesel? Diesel hört sich gut an. Ja. Was haben wir denn für Preise? 10 Millionen? Ja. Das ist ein normaler Preis. 18. Was wollen wir denn haben? 20. Nee, zu wenig. Wir haben 44 Millionen zur Verfügung, können allerdings nicht 44 verbraten und können uns auch gar nicht kaufen, weil wir gar nicht dieses Level erreicht haben. Ist natürlich schade. Oder gesperrt. Ja, da fehlt dann irgendwas. Ja gut, dann eben nicht. Dann gucken wir doch mal nach ein wenig Dekoration, obwohl wir schon genug haben. Aber was Neues könnte ja immer dazukommen. Ja, was haben wir denn noch alles so Schönes hier? Sieht alles eigentlich relativ gut aus. Holen können wir uns das nicht. Schade. Na komm. Wir nehmen das. Einmal kaufen. Sieht doch auch ganz schön aus. Wenn wir das hier noch vor den Baum stellen, umso besser. Jetzt warten die Frachtdocks wieder auf uns. Gehen wir doch mal zu den Frachtdocks. Oh ja, da warten sie alle. Nicht, dass sie alle einschlafen und wir sie wieder wecken müssen. Die Stadt wartet auch. Noch eine Stadt. Ah, ja. Der teure Zug. Ja, ich gehe at home. Wir haben einen Päckchen bekommen. Ups. Die Frachtdocks rufen uns wieder. Gut, gehen wir mal schauen. Hier kommen auch wieder neue Züge rein. Jetzt geht das wohl Schlag auf Schlag. Ja, wir werden in der nächsten Zeit wieder mehr, oder ich werde wieder mehr Folgen online stellen, wo wir dann auch wieder neue Quests abschließen werden. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.